Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Szenario hier im Train Simulator Classic. Heute geht es um die Rüben. Wir fahren einen Zug mit Rüben von Angern an der Mach nach Wien-Erdberg. Den Rest von dem Text können wir uns ersparen. Mittlere Zugart, Vmax 100 km/h. Und wir fahren hier mit 1144 und mit einem Zug voller Rüben. Ja, ich würde sagen, rüsten wir mal auf. Batterie ein. Jetzt hat es geschnackt. Irgendwas stimmt wieder mit dieser Kontrast. Ein bisschen heller so. Ich weiß nicht, warum sie das dauernd irgendwie verstört. So ist es ein bisschen schöner. Entschuldigung, dass ich da herummurkse noch. Aber ja, jetzt werden wir mal den Schlüssel, unseren Startschlüssel einstecken. Den Führerstand aktivieren. Kontrolllampen leuchten und den Stromabnehmer heben. Und wie wir sehen, die heben sich bereits beide automatisch in der richtigen Funktion. Das ist voreingestellt. Also wenn ihr das Szenario spielen wollt, dann könnt ihr das so übernehmen, diese Einstellungen. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen Licht. Wir brauchen eine PZB. Also die habe ich jetzt ausgeschaltet. Okay. Ein. So, die Ziffer schalten wir uns aus. Die PZB, war das jetzt mittlere Zugart? Gut, das haben wir auch geschafft. Ich habe es nämlich schon länger nicht gefahren, dieses Szenario. So, Licht haben wir, den Hauptschalter werden wir reinknuddeln. Die Bremse anziehen. Die Haltebremse lösen. Dann die Instrumentbeleuchtung brauchen wir. Brauchen damals nicht, aber wir werden sie einschalten. So, und den V-Sollsteller auf 40 km/h. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Zugheizung, werden wir uns die Zugheizschiene einschalten. Log steht. Ja, Bremse, PN-Bremse. Die ist lose, okay. Dann schauen wir nochmal von außen einen Rundblick. Lichter leuchten, schwach, aber okay, passt auch. So, wir warten auf einen Fahrbegriff. Rübenkampagne ist eigentlich immer Hochsaison früher gewesen bei den Eisenbahnen. Ich kann mich erinnern am Bahnhof Stadlau, da hat es sich grauslich abgespielt, da waren, ja, da waren damals auch sehr viel mehr Bedienstete und da gab es die. Von der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf, die ja noch existiert, kamen die Züge dann nach Stadlau und wurden dann weiter und die Rüben dann weiter transportiert eben in diese Zuckerfabriken und zur Weiterverarbeitung halt. Ja, und wir fahren heute so einen Zug nach Wien-Erdberg und dort werden wir abgelöst. In Angern sind wir deswegen weggefahren, weil ja, von Hohenau oder was wäre das ein bisschen fad gewesen, das Ganze. So haben wir jetzt doch, jetzt fahren wir ein Stück noch auf der Nordbahnstrecke, dann zweigen wir ab in Süßenbrunn in Richtung Stadlau und dann über die Donau. Und wie gesagt, dann werden wir in St. Marx unseren Zug dann übergeben. Ja. In Gänserndorf haben wir einen kleinen Halt, weil wir da den Schnellbahnzug nach vor lassen müssen. Aber das soll uns jetzt nicht tangieren. Wir warten jetzt nur, bis wir da einen Vorbegriff kriegen und das müsste in Kürze soweit sein. Für dieses Video gibt es natürlich auch ein Szenario, dass ihr euch im Railworks Austria Forum herunterladen könnt und es selbst auch spielen könnt im Train Simulator Classic und das natürlich
kostenlos. So, in Kürze müsste es soweit sein, der Railjet wird den Block verlassen. Und das ist nämlich ein sehr langer Block da vor uns. Aber ich musste da irgendwas einbauen, um eben die Zeit ein bisschen auf den gleichen Nenner zu bringen. Weil aufrüsten und wegfahren, der eine rüstet langsamer auf, der andere schneller, und dann hätte dieser Zeitplan überhaupt nicht gepasst. Und somit fahren alle um 15.05 Uhr und 27 Sekunden weg. Und dann passen natürlich auch die KI-Züge. So, unsere beiden Lokomotiven rollen. Und diese Wagen gibt es auch gratis im Railworks Austria Forum. Dazu müsst ihr euch aber ein paar gratis IANOs aus dem Netz herunterladen, dann könnt ihr eben diese ÖBB-Wagen verwenden. Mir fällt jetzt der Repainter nicht ein, ist aber eh bekannt in Österreich. Ich hätte mir das aufschreiben sollen, aber ich kann es ja, es ist ja sowieso dann, wenn ihr das Szenario fahren wollt, habt ihr ja diese Sachen alle dann verlinkt. Da könnt ihr dann kurz reinschauen, auch wenn es euch nur so interessiert. Ich mache nämlich die PDFs für die Readme immer extra, damit man sich das vorher auch anschauen kann. So, jetzt werden wir dann in Kürze den restriktiven Modus verlassen können. Auf 60 rauf und dann auf 100. Ja, die sind spitze geworden, diese Wagen. Also, und es gibt nicht nur Kohle und Sand und Holz, sondern auch natürlich Rüben. Und das ist natürlich das Interessante bei dem Ganzen. Ja, es ist halt so, diese Strecke ist halt so in Natura auch, dass da sehr viel Ebene ist. Das ist die Grenze vom südlichen Weinviertel in das Machfeld. Das Machfeld reicht eigentlich bis Wien in den 22. Bezirk. Und das ist halt eine sehr ebene Fläche. Das wurde die Kornkammer Österreichs genannt, also hauptsächlich Getreideanbau. Und halt Rüben und so, halt solche Sachen. Früher gab es diese Rübenumschlagplätze, wo die Bauern mit ihren Traktoren und Anhängern die Früchte hingebracht haben, wurden dann auf die Züge in die Waggons verladen und dann, so wie vorhin erwähnt, in die Zuckerfabriken eben abtransportiert. Leider auf der Strecke gibt es keine Zuckerfabrik, das wäre natürlich das Optimum gewesen. Vielleicht kennt ihr eine Strecke, wo eine Zuckerfabrik ist, dann könnte man so ein Szenario natürlich auch dorthin bauen. Das wäre ja dann ganz optimal. Aber wie gesagt, ich kenne so eine Strecke nicht aus dem Stegreif. So, ich nehme jetzt die Leistung raus, weil da vorne ist was Gelbes in Sicht. Ist zwar noch ein bisschen weit, aber ja. Nach Weikendorf kommt natürlich auch schon Gänserndorf, und wo wir unseren Halt eben eingeplant haben. Oder wir nicht, aber der Vordienstleiter. Aber
Fenster ein bisschen auf. Also das ist ja genial bei der Rauk, dass es lauter wird, wenn man das Fenster aufmacht. Das sind schon schöne Fahrzeuge von Rebwerks Austria. Das ist das L44 Set 1 und ich glaube das Set 3 habe ich dazu verwendet. Wie gesagt, die Wagen sind gratis. Das sind tschechische Ianos und ungarische und dann die Wagen von, ich weiß nicht, ob das der Bitmaniac ist oder so, die Wagen dann die ÖBB Ianos drüber bügeln. So unter die 70 sind wir einmal. Ob das war ein Eizahl zu viel des Guten. Erst wenn wir mit der Luft machen, weil da haben wir glaube ich Halt erwarten. Also Vorsicht heißt das bei uns in Österreich. Und natürlich sollten wir die 40 dann schon erreicht haben. Was natürlich jetzt ein bisschen knapp werden kann. Ich will aber nicht zu scharf bremsen. Ja, es geht sich aus. So, wir werden unseren V-Sollsteller gleich auf die 40 stellen. Erstens einmal können wir da jetzt noch ein bisschen beschleunigen, dass wir da nicht so reinrollen. Bezirkshauptstadt des Bezirks Gänserndorf heißt natürlich Gänserndorf. So, hier haben wir ein bisschen einen kurzen Aufenthalt. Staubsauger macht seinen Namen alle Ehre. So in Kürze wird dieser Schnellbahnzug da am Nebengleis abfahren.
Na, pünktlich um 15.15 Uhr. Wahnsinn. Ja, die Züge, das möchte ich dazu sagen, die sind alle fiktiv. Ich habe da nichts mit Fahrplan gemacht und so. Also, die sind so, dass sie uns schön entgegenkommen, sagen wir so. Ich meine, bei aller Liebe zum Detail, aber KI-Züge nach Fahrplan einzubauen, ja, ist ein bisschen mühsam, aber wie gesagt, das kann man dann eventuell bei Personenzügen machen, aber ja. So, wenn der Zug vor uns dann den Block verlassen hat, dann bekommen wir da auch einen Fahrbegriff. Und das sollte auch in Kürze erfolgen. Wenn wir schon einmal zur Abfahrt bereit machen. Ja, das ist schon etwas realitätsgetreu, dass man nur das Güterzug eigentlich da immer irgendwie hinten angereiht wird, aber bitte, es ist halt so. So, Zugstrecken. Also ihr seht, die Waggons sind sehr schön detailliert und alles. Also wirklich gut gemacht. So, das Blinken, Wechselblinken ist aus. Jetzt werden wir nur schauen, dass wir da ein bisschen schneller fahren dürfen. Allerdings, der S-Bahn-Zug ist noch vor uns, also allzu sehr brauchen wir nicht beschleunigen. Den V-Sollsteller können wir mal auf 100 aufgeben. Sorry, ich bin jetzt aufs Mikrofon angekommen. Ich hoffe, man hat das nicht zu sehr gehört. Ich will meinen Kollegen einmal begrüßen da mit den GS-Wagen. Ja, da haben wir noch Halt erwarten, also rollen wir da langsam drauf zu. Sollte aber in Kürze umschalten, so ist es. Jetzt können wir ein bisschen Stoff geben.
braucht er ein bisschen, bis diese Masse da in Schwung kommt. Das wird dann in absehbarer Zeit alles irgendwie anders ausschauen. Ich habe es euch auch schon mehrmals erzählt, die Nordbahn wird auf 160 km/h ausgebaut. Die Station Silberwald, also den Bahnübergang, der wird zur Gänze aufgelassen. Da kommt eine Unterführung hin. Deutsch-Wagram, der Bahnübergang, der Ischer Weg, da ist schon seit April 2024 eine Unterführung. Also den gibt es auch nicht mehr und im Laufe der Zeit werden dann die ganzen Bahnübergänge, also bis rauf, bis Pschäßlaw, fast bis Pschäßlaw werden, oder bis Pschäßlaw eigentlich die ganzen Übergänge aufgelassen und durch Unterführungen oder Brücken ersetzt. Ja, bitte um Kommentare im Vorhinein zu vermeiden. In Österreich war oder ist es so üblich, dass man sich gegenseitig mit dem Einschalten der Innenbeleuchtung begrüßt. Dann sieht der Kollege auch, okay, das ist der oder der und man winkt dann dem Kollegen zu. Und da hat mich ein deutscher User korrigiert. Also in Deutschland ist es Praxis, dass man die Scheinwerfer auf- und abblendet, aber wie gesagt, in Österreich Innenbeleuchtung. Und der Kollege sieht dann auch, wer drinnen sitzt. Normalerweise sind diese Gleise in Strasshof eigentlich sehr gut befüllt mit Güterwagen. Ich habe da nicht allzu viel aufgestellt, um eben die Performance von dem Szenario nicht künstlich in die Höhe zu treiben, damit es nicht allzu sehr ruckelt. Und ich glaube, das funktioniert jetzt eh ganz gut, so wie es jetzt ist. Ja, immer wieder hätte man vielleicht noch ein Lok oder was aufstellen können, aber manchmal ist es auch in der Realität so, dass da an einem Bahnhof, wo man durchfährt, fast nichts steht an Wagen und Lokomotiven. Also warum nicht auch heute hier? Ja, Helmerhof, die Station wurde bereits umgebaut. Unterführung gibt es dort schon sehr lang. Aber die Bahnsteige wurden verlängert und auf eine, nicht ganz auf die Bahnsteiglänge, sondern auf einen kürzeren Bereich wurde ein Dach,
ein Dach aufgestellt, also montiert, damit die Fahrgäste auch im Trockenen stehen können. Jetzt kommen wir dann schon nach Deutsch-Wagram. Ich habe sogar einen Aschenbecher da. Diese Brücke, die ihr da vorne seht, die ist momentan gesperrt, die wird verbreitert, weil im Zuge der Erweiterung auf diese 160 km/h auch die Gleise etwas weiter auseinander liegen müssen und das hat dann mit den Pfeilern von der Brücke nicht zusammengepasst und deshalb ist diese Brücke derzeit gesperrt bis in den 14. Dezember 2024 sollte sie wieder in Betrieb gehen. Das Video, wir haben jetzt den 8. oder 9. September, ich glaube der 9. sollte. Wann es veröffentlicht wird, kann ich euch nicht sagen, aber nachdem das so eine Herbstschicht ist, wird es sicher noch irgendwann im September und Oktober wird es online gehen. Ich habe da noch ein zweites Szenario auf der Hagen-Siegen-Strecke mit einer Rübenkampagne, natürlich mit einer deutschen Lok, ich glaube 151 ist es, 150 oder 151, auch mit diesen Wagen, aber natürlich gemischt dann mit den tschechischen. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, da ist eine Schutzstrecke und dann folgt gleich die Abzweigung in Richtung Stadlau, zum Stadlauer Ast. Ja, Weihnachtsszenario ist natürlich auch, das Silvester-Szenario ist natürlich auch schon in Vorbereitung. Da habe ich schon ein bisschen was begonnen, aber bin ehrlich gesagt die letzten Tage nicht sehr viel weiter gekommen. So, E-Bremsen lassen wir jetzt weg, weil so, jetzt sollte man dann bald zu der Schutzstrecke kommen. Ja, genau. So. Abschalter aus und den Stromrad werden wir auch abziehen, weil wir ja zwei Lokomotiven haben, damit wir keinen Funken ziehen. Bisschen noch reinbremsen. Na komm. So, da sind wir durch. Das heißt, wir können aufbügeln. Und natürlich dann auch den Hauptschalter einlegen und den Heizschutz schalten wir uns auch ein.
Schulter ziehen. So, lass mal meinen Schwung rollen. Das passt dann eh schon so. Damit wir kein Rübenfrikassee da haben in unseren Janus da hinten. Oder Rübengulasch oder so. So was wäre passender vielleicht, ne? Jetzt gehen wir auf 60 rauf. Dasselbe Spiel noch einmal. Das war eins zu viel. So, wir sind durch. Und Hauptschalter wieder ein. So, jetzt wollen wir dann immer mehr großartig beschleunigen. Wir kommen dann schon in den Bereich des Güterbahnhofs Stadlauer, wo wir ja über die Gütergleise dann wieder auf die Hauptstrecke geführt werden, damit wir eben den S-Bahn-Verkehr nicht behindern.
So, die 70 sind wir drunter, das ist einmal wichtig. Sollsteller wieder auf 40er runter. 40 habe ich gesagt. Und wir können wieder ein bisschen beschleunigen. Ja, das ganze Szenario dauert in etwa 50 Minuten. Also falls ihr es nachfahren wollt, diese Zeit werdet ihr in etwa brauchen. Wie gesagt, im Railworks Austria Forum zum Downloaden, das Szenario erscheint am selben Tag wie das Video. Das Video meistens schon ein bisschen vorher. Und weil das immer ein bisschen dauert, bis das Szenario freigeschaltet ist, aber an und für sich sollte das alles bis Mittag am selben Tag erfolgen. Meine Veröffentlichungstage sind immer jeden zweiten Mittwoch, bis auf Ausnahmen, also sollte irgendwas jetzt passieren oder was herauskommen, ein neuer Lok, eine neue Wagenserie, dann gibt es auch dazwischen oder vorher eben ein Video mit einem Szenario dazu, Neuvorstellungen und so weiter und so fort. Letztens habe ich auch aufgrund, weil der Maverick ein Szenario von mir gefahren ist. Das Video war aber schon fertig dazu. Ich habe es jetzt trotzdem veröffentlicht, auch wenn es der Maverick schon gefahren ist und das Szenario natürlich dann am nächsten Tag sofort, das war Sonntag, nächsten Tag dann sofort veröffentlicht. Sonntag anstatt halt Mittwoch. So. Die Haltestelle Erzherzog-Karl-Straße. Es ist schon fast meine Heimat, also einen größeren Steinwurf davon ist meine Wohnung in Wien. Daneben haben wir die A23, die Südosttangente. Links nach hinten geht es in Richtung Marchegg. Bisschen blutet mir das Herz, wenn ich davor, aber ich kann mich nur auf den alten Bahnhof Stadlau erinnern, wo sich natürlich alles an Eisenbahnen getroffen hat und auch eine kleine Kantine war und ein Sozialraum, und da war halt immer sehr viel los, und dann hat man diesen Güterverkehr da drastisch gekürzt, auch den Personenverkehr über Stadlau. Da gab es dann eine Zeit nur die S-Bahn und die Machecker-Züge, sonst gab es da nicht sehr viel. Und der alte Bahnhof Stadlau, das ist dieses blaue Gebäude, das wir links sehen. Wie gesagt, da war ein riesiger Bahnsteig. Dann in dem grünen Gebäude war gleich zu Beginn war der Sozialraum. In dem niederen Blauen war Trafik drinnen. Also da war schon weit mehr Leben wie jetzt natürlich.
Und dann auch durch den Bau der U-Bahn, die ja da oben jetzt fährt, wo wir jetzt drauf zufahren. Das ist dann die neue Station Stadlau mit einem Busterminal. Wie gesagt, oben fährt die U2 dann. Was jetzt noch sehr viel abgestellt ist in Stadlau, sind Kesselwagen, weil es geht dann da vorne, geht rechts runter zum Ölhafen Lobau. Mein Kollege steht da beim Signal. Ich glaube, den muss ich etwas früher aktivieren. Mal schauen, okay. Ja, den muss ich früher so, Wechselblinken ist weg. Gut, das Ganze ist ja eine Generalprobe. Ich muss ehrlich sagen, also wahrscheinlich bin ich heute viel schneller als sonst, aber bis jetzt ist der mir immer fahrend entgegengekommen. Aber wie gesagt, das kann man ja noch beheben, bevor man dann das Szenario quasi hochlädt. So, da braucht man auch nicht mehr beschleunigen, weil nach der Station Paterkehl kommen wir dann schon Richtung Erdbergerlände, nicht St. Marx, aber das ist eh in der Nähe. Also das ist nicht sehr viel Unterschied. So, Leistung raus.
Jetzt ist natürlich auch die E-Bremswirkung etwas schwächer, weil wir halt nicht so schnell fahren. So, schau mal, wo die Kollegen oder wo der Kollege ist oder die Kollegen. Also fast jetzt ein bisschen langsam. Da stehen wir uns. Ja, ich bin schon da und das pünktlich, ihr braucht nicht auf die Uhr zu schauen. Ja, das war wieder ein neues Video, ein neues Szenario. Ich bedanke mich fürs Mitfahren. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, beziehungsweise wenn ihr das nachfahren wollt, im Railworks Austria Forum, wie gesagt. Es wird dann verlinkt und bis zum nächsten Mal verabschiede ich mich und wünsche euch alles Liebe, alles Gute, euer Robert, euer Rob Train.